Jahrelang war Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion. Und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Nun hat die neu formierte Agency sie aufgespürt und mir den Auftrag erteilt. Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Diana, sie redet ständig von ihm. Von ihrer ersten Zusammenarbeit zum Beispiel. Die Geschichten mag ich am liebsten. Manchmal wäre ich gerne wie er. Ich weiß, dass er schlimme Dinge tut, richtig schlimme sogar. Aber ich denke, man kann gut und böse gleichzeitig sein. Wenn er etwas tut, um jemandem zu helfen, ist es doch gut, oder nicht? Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Hitman Absolution. Ich wollte schon Ewigkeiten mal einen Hitman-Teil Let's Playen. Und jetzt ist es soweit. Und ja, das ist der zweite Aufnahmeversuch, muss ich dazu sagen. Beim ersten Mal ist mir das Spiel dann mitten während der Tutorial-Mission abgeschmiert. Ich nehme es jetzt mal nicht mit Fraps auf, sondern mit OBS. Mal gucken, ob es jetzt ordentlich funktioniert. Wenn ihr diese Folge seht, dann hat es funktioniert. So, deswegen, wir spielen auch nicht weiter. Wir starten ein neues Spiel. Jo. Und zwar auf normal. Das ist okay. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47.
Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Das war die falsche Antwort. Aber danke für den Hinweis, dass du keinen Partner hast. Alleine Wache stehen ist auch sowas Langweiliges. Naja. Prolog. Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1. Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Okay. So, wir haben erstmal unsere Waffe weggesteckt. Denn muss ja nicht sein, dass wir damit gesehen werden, ne? F1, um das Notebook zu öffnen und Einsatzziele einzusehen. Und einmal kurz laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Okay. Erstes Nebenziel. Gelände des Anwesens betreten. Sich Zutritt über das verstärkte Haupttor zu verschaffen, ist wenig erfolgversprechend. Aber laut der vorliegenden Informationen gibt es einen zweiten Zugang über die Gärten. Na, das ist doch gut. Herausforderungen, haben wir hier so ein bisschen was. Okay. Dinge, die wir während dieser Mission so erledigen können. Gut. So. Wir haben zwei Silver Ballers und eine Klavierseite. Sehr schön. Jo. Okay. Na dann machen wir uns doch mal auf den Weg durch die Gärten. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann Sie sieht, verhaftet er Sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. In Deckung sind sie für ihre Gegner schlechter zu sehen. Wir brauchen Sicherheitssysteme am Mauereingang. Kameras, Bewegungsmelder, ein paar dieser neuen Selbstschussanlagen. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. Okay. Das kriegen wir hin. Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Ist da jemand? Hören Sie mich? Was? Nein, hier ist keiner. Hier ist niemand. Okay. Wir sind am Gelände des Anwesens. Dann wollen wir doch mal schauen. Okay, da steht einer. Da steht einer. Da steht auch einer. Aber ich denke, hier komme ich so am besten vorbei. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Naja, gut zu wissen. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts.
Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Jo, okay. Dann wollen wir mal, na, die Deckung wechseln. So. Okay. So, ich habe mein Buch. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. 25 Jahre Kampferfahrung. Da denkst du bist immun und... Ich will es lieber mit Ablenkung versuchen. Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Ich check die Situation. Over. Ja, komm. Mal dahin. Ups. Finden Sie das witzig? Kommen Sie raus! Okay, da sind wir durch. Sollst du noch mehr und sehen, Kleiner? Was? Ich drehe noch meine Runde. Hier ist mir. Bitte. Meine Frau ist Weltmeister im Tratschen, das war nur eine Frage der Zeit. Ich weiß dein Mitgefühl echt zu schätzen, aber denk an meine Worte, Junge. Du solltest dir einen anderen Job suchen. Benutzen Sie Ihren It, gleich bemerkt Sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt an, aus welcher Richtung Gefahr droht. Versuchen Sie, unerkannt zu entkommen. Jo. Okay. So, hier müsste ich langkommen, ne? Ungesehen. Jo. Sehr schön. Ups. Wurde ich fast gesehen. Hier mal das Buch und schmeißen das mal. Brauchen wir gar nicht schmeißen. So aussieht. Oder wo muss ich ihn hin? Da nach drüben. Okay, dann sollte ich das doch schmeißen. Da hinten hin. Am besten. Bin unterwegs, Sir. Hey. Ist da jemand? So. Okay. Sind wir vorbei? Gut, sehr schön. Dann wollen wir mal hier die Tür öffnen. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Die Wache ist unterwegs zur Brüstung und kommt nicht an Sie heran. Der Job ist ungefähr so spannend, wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Aber wenigstens ist das Essen gut. Okay. Jetzt ist hier die Frage... Was machen wir mit ihm? So, sehr schön. Okay. Nee. Falsche Richtung, Decken gewechselt. Hier will ich hin. Und den hier auch einmal rüberstoßen. So, perfekt. Perfekt. Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Besorgen Sie sich eine Verkleidung. Jo. Da zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob die mich da sehen würden. Okay, jetzt nicht mehr. Sie sind jetzt als Gärtner verkleidet und dürfen sich im Gewächshausbereich frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Gärtner Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Wenn Sie das Gewächshaus betreten, kommen Sie dem Gärtner sehr nahe. Falls er misstrauisch wird, können Sie ihn mit Ihrem Instinkt austricksen. Okay. Tricksen Sie den Gärtner auf. Setzen Sie Instinkt ein, bis Sie im Haus sind. Scheiße. Hey, das geht. Wenn du mich anfasst, breche ich dir den Arm.
Die Gärtner dort vorne werden misstrauisch und sie haben nicht genug Instinkt, um sie auszutricksen. Finden Sie einen... Die Wachen dort vorne werden keinen Verdacht schöpfen, aber sie sollten die Augen nach anderen Gärtnern offen halten. Jo. Seit wir hier sind. Keine Schule, keine Freunde, die sie besuchen. Schon komisch, oder? Wo ist die eigentlich? Gärtner. Die Kleine ist süß, verstehe ich nicht. Ah, da ist einer. Und? Was hältst du vom neuen Sicherheitschef? Die Wachen blockieren den Ausgang. Versuchen Sie, sie abzulenken. Toll, ganz toll. Irgendwann bringe ich diese Wartungsclowns um. Die Wachen sind erledigt. Dadurch haben sie etwas Instinkt regeneriert. Sehr gut. Okay. Dann wollen wir hier doch mal... Die Wachen sind beschäftigt. Sie haben die Wahl. Ausschalten oder umgehen. Ich wäre schon froh, wenn ich ein Dach über Kopf hätte. Sie. Ganz keine Ahnung, auf wie vielen Sofas ich gepennt habe, seit Angie mich rausgeworfen hat. Leute am Leben zu lassen, ist sauberer, kann aber ihre Bemühungen erschweren, unentdeckt zu bleiben. Aber genau das macht den lautlosen Killer aus. Die Welt um ihn herum bleibt ahnungslos und unversehrt. Na, an die Kante. Der Garten liegt hinter mir. Jetzt. Betrete jetzt das Anwesen. Okay. Nähere mich dem Ziel. Gut. Dringen Sie runter in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mir. Okay. So schön. Und hochklettern. Uiuiuiui. Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Oh Mann, super. Ja, danke, Doc. Ja. Ich dachte, ich wäre so gut wie tot. Ja. Doc, ich muss los. Die Pflicht ruft. Danke. Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, wiederhören. Mann. Na komm. Geh vom Fenster weg. Ich kann mir keiner mehr verderben. Ah, okay, ich hätte ihn auch durchs Fenster ziehen können. Aber... Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Was ist los mit dir? Du bist ein Soldat, verdammt nochmal. Dein Körper ist ein Tempel. Ausschalten oder töten. Sie haben die Wahl. So, dann wollen wir die mal... Auf alle Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Ausschalten und dann verkleiden wir uns als Ihmchen. In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Ja, ja. So, auf jeden Fall sind wir den erstmal losgeworden. Das ist sehr schön. Und dann können wir hier einen Kontrollpunkt aktivieren. Das ist doch eine Idee. Das ist doch eine Idee. Ihre aktuelle Waffe hat keinen Schalldämpfer und könnte Ihre Gegner alarmieren. Wieso benutzen Sie nicht Ihre schallgedämpften Silverballer? Ja, ja. Ist ja gut. Werden wir auch machen. Aber... Da werden die Leute wahrscheinlich ein bisschen misstrauisch, wenn ich hier mit Waffen rumhantiere, die so nicht ausgegeben wurden. Von daher nehmen wir mal die mit. Okay. So, ein Beweis. Im Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Okay. So, das Sicherheitssystem erstmal ausschalten. Auch keiner. Was ist das für eine Verkleidung? Achso, ja. Anwesen Innenwache. Gut, die haben wir eh schon. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Okay. Gut.
So, da hinten ist unser Ziel, wie es aussieht. Wo habe ich den Typen nur schon mal gesehen? Klingt nach einer Teambesprechung im Wohnzimmer. Beeilen wir uns lieber. Der Boss wiederholt sich nicht gerne. So. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Alle mal herhören. Miss Burnwood ist oben unter der Dusche und kommt demnächst runter. Das Mädchen ist bis auf Weiteres in seinem Zimmer. Wir alle sind in den Kopf noch den Kämpfen. So, den wollen wir mal kurz rückstellen hier. Ich wiederhole, niemand wird seine Zielperson während seiner Schicht verlassen. Egal warum. Jeder Verstoß zieht die sofortige Suspendierung nach sich. Okay. Haben wir hier irgendwas, wo wir ihn ordentlich verstecken können? Können wir ihn hier in die Badewanne schmeißen? Nicht wirklich. Na gut, dann packen wir ihn mal hier in die Ecke. So. Ich denke, das wird soweit erstmal passen. Und dann haben wir hier einen Kontrollpunkt. Sehr nice. Okay. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Schlaftabletten. Oh, schön. Schön, schön, schön. Ja, habe ich die jetzt bei? Oh. Ach, da ist was zum Leute verstecken. Na, Moment. Moment. Dann verstecke ich ihn dort im Wäschekorb. Auch eine gute Idee. So, hier. Rein mit dir. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Gut. Mann, von allen Kunden, für die ich gearbeitet habe, ist die hier die seltsamste. So, was haben wir hier? Jedenfalls ist sie ziemlich mysteriös. Könnten wir fest. Was wissen wir über sie? Könnten wir starten? Eine Anwesenwache ist hinter Ihnen her. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um sie auszutricksen und zu entkommen. Hey, tolle Aussicht. Ist mir noch nie aufgefallen. So. Ist jetzt die Frage, wo muss ich am besten hin? Ah, da unten ist unser... Nee, das scheint nicht unser Ziel zu sein. Sieht jedenfalls nicht so aus. Hier brauche ich eine Schlüsselkarte, die ich nicht habe. Okay. So, der wird hier hochkommen. Dann lauern wir ihm doch mal auf. So, sehr schön. Sehr gut. Rückstellen. Und dann hier einmal mit in den Wäschekorb. So. Usa. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Naja, das passt schon. Das passt schon. Okay. So, die Frage ist, wo ich jetzt tatsächlich hin muss. Hier lang, wie es aussieht. Nee. Was? Ah, ich muss weiter runter. Glaube ich. Glaube ich muss weiter runter. Türhaken da. Mal gucken, ob man den mal für irgendwas gebrauchen kann. So, hier. Ein Kaffee mit ein paar Tabletten. Meine Lippen sind versiegelt. Dieses Rezept wird von Schülern an seinen Schüler weitergegeben.
Tja. Aha. Ist es Salz? Nein. Nein. Wofür halten Sie mich? Salz? Ist es Salz? Ah, ist das sein Geheimnis, Salz. Verstehe. Habe ich eine Map? Nein, habe ich nicht. Okay. Frage ist halt echt, wo genau muss ich hin? Rezepte anzustellen? Salz. Schämen Sie sich, Sir. Gut, beruhigen Sie sich. Raus hier. Ich hab nur gefragt. Push. Push. Tja. Ich habe leider keine Ahnung, wo genau sich mein Ziel befindet. Also doch, ich habe eine starke Vermutung, wo es sich befinden wird, aber da komme ich nicht hin. Oder hattest du hier, Monsieur? Nee, nicht als der. Ich wollte die andere Verkleidung. Mann. Ändert sich nichts. Okay. Ich brauche die Keycard. Ich weiß nur nicht, wo die sein soll. Ach. Da liegt sie ja. Ja, toll. Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste freischalten. Laut ICA. Guck mal einer an. Okay. Okay. Verstehe. Gut, bevor wir hier jetzt aber noch weitermachen. So. Würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Und machen dann hier beim nächsten Mal hinter der Tür weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.